Ja, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann du dieses Video anschaust. Und ja, das ist ein Tutorial. Wie bekomme ich Fraps auf meinen Computer, nicht die Demo. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, man hat, oh, okay, man hat hier den Mediafire-Link einfach runterladen. Lass dich nicht von den Namen täuschen, das F steht für Fraps und das 356 steht für die Version. Und ich habe es mir jetzt runtergeladen, wie ihr das, oh, warum habe ich das jetzt, egal. Das könnt ihr halt runterladen, ich habe das jetzt hier schon runtergeladen. Und ich ziehe es jetzt einfach mal auf den Desktop. So, ich habe hier schon Fraps, aber ich nehme jetzt mit Camtasia auf, weil das geht mit dem Bildschirm her schneller. Und ja, das habt ihr einfach auf Desktop entpacken. So, dann habt ihr hier Fraps. Wunderbar, damit starten wir das Ganze mal. Und wir sehen, du, das ist die Vollversion. Wahrscheinlich seht ihr das nicht, aber es ist die Vollversion. Mann, da habe ich viel. Ich bin irgendwie heute nicht ganz bei mir. Und ich habe mich jetzt einfach mal ganz spontan entschieden, ein Let's Play zu machen. Tutorial, siehst du, ich bin schon richtig Menschenskinder. Nicht ganz bei mir. So, es ist fertig. Es ging auch ganz schnell. Und damit drücken wir mal Close. So, das Fraps schon offen. Hab ich schon mal. Okay, Fraps ist noch nicht offen. Dann habt ihr das auf dem Desktop automatisch. Wenn nicht, nicht schlimm. Gibt einfach hier bei Windows hier ein Fraps. Dann habt das. So, ich habe so ganz wichtig. Das müsst ihr einstellen, sonst könnt ihr keine Spiele aufnehmen. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch machen. Ist jetzt nicht so wichtig. Da könnt ihr halt auch den Monitor aufnehmen. Ich nehme mal ganz einfach mal. Man sieht ins Spiel hier oben diese Anzeige. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob man die sehen tut. Was auch ganz wichtig ist, mit den FPS. Das weiß nicht genau, was es ist, aber es ist nicht die Aufnahmelänge. Auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall ist das hier der. Okay. Für die offizielle Anzeige, die hier ist, wenn man die jetzt nicht hat. Ja. Movies. Das ist jetzt am wichtigsten. Das ist der Aufnahmeknopf. Könnt ihr jetzt beliebig wählen. Ich nehme jetzt Numpad Plus Zeilentastatur oder ja, ich lasse es einfach mal so. So. Und ganz wichtig ist, das beste FPS ist immer noch 29, 97. Das gibt ihr einfach hier so ein, so 29.27. Okay, ja, sowas. Das ist der Logbuffer. Das splittet das Video in 109 Sekunden. Also man nimmt zwar noch auf, aber das Video ist gesplittet, das heißt man muss dann in zwei Parten hochladen und das Video splitten, wenn es schon über 4 GB ist. Das heißt, es macht noch eine Aufnahme. So, Record Windows Sound, ihr wisst wahrscheinlich, was das ist. Das ist hier diese Geräusche, die Windows hier äußert. Hier, okay, kann man jetzt schlecht. Egal, ihr wisst schon, welches Geräusch ich schon meine. Also so ein typisches Windows-Geräusch, wenn man hochfahren tut oder so. Das hört man dann zwar mit dem Video. Irgendwas hier für den Typ hat. Multichannel, das ist jetzt, glaube nur auf der linken Seite. Auf der linken Seite des Headsets oder Boxen hört man nur deine Stimme. Und Stereo auf den beiden Seiten. Record. Das ist jetzt euer Mikrofon. Ich habe jetzt hier mein normales Gamer-Headset am Start. Ich habe nämlich mir ein neues Headset gekauft. Ja, das habe ich mir. 25 Euro im Internet ist ein Schnäppchen. Das, ach hier, das ist Pushing sprechen, das heißt, du drückst, wenn du keine Taste drückst, ne, hört man sich nicht im Video. Und wenn man dann die Taste drückt, die man hier eingeben tut, hört man sich dann im Video. Aber ich würde euch empfehlen, das auszustellen. Das ist für im Video die Maus sehen, also im Spiel, wenn ihr Spiel spielt, dass man die Maus überall rumfliegen sieht, da, das würde ich euch nicht empfehlen. Wirklich Frame Rate, das ist jetzt da, wenn man aufnehmen tut,
dass man weiß, dass man aufnehmen tut. Denn wenn man aufnehmen tut, wird das Zeichen automatisch rot. Man sieht schon, da wird es rot oben. Ich konnte jetzt kurz das Video splitten, deswegen, weil es ging nicht mehr. Und ja, jetzt wird hier ein Video erstellt. Man kann einfach ganz beliebig aufnehmen. Und Screenshots, das ist nicht so wichtig, aber man kann es ja halt machen. Ich wollte euch alles empfehlen im Desktop oder im Ordner im Desktop. Ich wurde gerade eingeschrieben, Mann, ich bin Fame. Im Desktop zu speichern und damit verabschiede ich mich schon. Und ich werde jetzt ein Testvideo machen im Spiel. Oder auch nicht, nee. Es kommt morgen kommt Seven Dice to Die raus. Und ich würde einfach mal sagen, haut drin, macht dir Spaß. Und tschüss, Leute. Deine Töten sind elektrisch.